damit herzlich willkommen zurück bei Echt, die Fans in das Brot. Ja, bei Oblivion Legion. Muss jetzt gerade nochmal gucken. Oh, wir haben noch Seelenstein und so einstecken. Na hoppla. Siehst du? Ich bin ein richtiges Brot, einfach nur. Intelligenz von Null. alles ablegen hier. So. Alter, was ist denn das für eine Aufnahme? Geht ja schon gut los, ey. Boah. So. Okay, dann. Wie gesagt, in der letzten Folge gehen wir jetzt mal hier hin. Und gucken uns gleich das nächste Tor an. Kann man hier schon wieder sammeln? Jo. Jo. Meridias Schrein. Könnte ich vielleicht auch mal gucken, aber ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Artefakt war von Meridia. So, da haben wir das nächste Tor. Hä, warte mal. Das war auch schon wieder ein anderes. Das eine Tor war doch hier bei der Feuerscheinhöhle. Alter, wie viele Tore sind denn hier in der Umgebung? Krass, ey. Also es ging gerade, hat es echt nicht leicht jetzt. Ein kleiner Wurzelbrei. So, dann haben wir das nächste Tor wieder. Ja, also kann jetzt sein, dass wir in den Folgen jetzt relativ viele von denen jetzt machen. Ein Tor nach Oblivion. Da sind hier irgendwo Gegner. Nicht danach aus, okay. Zu viele Wege. Könnte sein, dass es hier auch wieder zwei Tore gibt. Sind wir doch fallen. Ach ja. Wow. Der ist wohl auch schon 50 Mal gegen so eine Pflanze gelaufen. Ja, los, komm, renn zur Falle. Löst er sie aus? Auch aus? Ich will einfach nochmal gucken. Komm mal ein bisschen näher. Nee. Doch! Idiot. So, ja, Spitalstöck. Du Möck. Du Schmuck. Du Kock. Haha. Jetzt kommst du wieder, die perversen Witze. Alter, was? Hier geht's schon zum Turm rein? Will ich eigentlich noch gar nicht. Hallo Dino. Diesmal mit Waffe. Also keine Sorge, diesmal schneide ich dich nur, anstatt dir blaue Flecken zu machen. Schnittwunden sind natürlich viel, viel grauenhafter, als die Fresse blutig geboxt zu kriegen. Da behübt die mich ja einfach. Ich
glaub's ja nicht. Da hau ich dich doch gleich mal an der Wand. Gott, ey, ich kann eine Scheiße labern. Das ist schlimm. Und noch eine. Feueratronackisch. Alles einsammeln. Nur egal. Das Zeug ist wichtiger als du. Ja, ja. Ja, den Schmuck. Free Stable. Du Widerling. Tschüss. Aber das Gute ist halt, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn wir anfangen mit Boxen, können wir auch relativ gut unsere Rüstung trainieren. Das heißt, wenn wir dann nachher mal leichte Rüstung wieder nutzen, dann würde ich doch sagen, werden wir wieder ein bisschen boxen. Hallo Dino! Pfui Deibel, ey! Aber es sieht gleich, dass es viel weniger abzieht, wenn wir so blocken. Ah! Weg mit dir! Boah, ich freue mich schon auf meine ersten Glaswaffen. Die sehen so cool aus. Also ich liebe diese Glaswaffen in dem Spiel, ne? Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Die sehen so cool aus. In Skyrim haben sie die dann ein bisschen umbenannt in Vulkanglas, weil... das sind doch Glaswaffen, wie können die so haltbar sein? Mann, es ist ein fucking Spiel, halt dein Maul. Das muss nicht immer realistisch sein. Aber wenn man nach Realismus sucht, ist natürlich Oblivion die erste Wahl. Also ich kenne kein realistischeres Spiel als das hier. Muss ich jetzt einfach mal loswerden. An Realismus kommt einfach nichts anderes ran. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee, nur ekelhafte Lava. Und ein ekelhafter Feueratronackin. Atronack! Oh, oh, oh. Kriegt ihr das Maul, jo! Tornado? Heißt der Turm jetzt gerade echt Tornado? Leo, Tornado, die Erdbeben, oder was? Oh, das Schlechte, ey. Sehr gut. Wie Deibel hier. Diese ekelhaften Viecher. Was ist denn hier los? So, zwei Seelensteine und ein bisschen Gold. Und erstmal Feuer hin. Und ich würde sagen, wieder mal reparieren, ne? Hat er jetzt bestimmt schon... So, noch ein Level und wir können endlich magische Sachen benutzen, ne? Ist ja unglaublich, dass du da so abhängig bist von dieser Reparaturfertigkeit. Also ein Level vom Waffenschmied noch. Oh, wir können wieder einen Gefangenen freilassen. Basisring der Freiheit und blaue und grüne Gift. Geil. Bunk. Warte mal, war der Weg irgendwo hier oben? Nee, ne? Nein. Ha! Lustig. Ja, aber da kam er doch her. Oder nicht? Warte mal, hä? Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Oder war hier oben den Weg und ich habe ihn wirklich einfach nicht gesehen. Ach ja, okay, alles klar. Was ich gerne mal probieren würde. Ich glaube es bald nicht. Aber ich würde es trotzdem gerne mal probieren, ob wir so einen Sturz inzwischen überleben könnten. Ich glaube es aber bald nicht. Da fehlt uns einfach noch Lebenspunkte und Akrobatik. Wir machen uns komplett voll. So. Wir haben 253 Lebenspunkte und unsere Akrobatik ist auf
38. Ja, gut, okay, die ist nicht wirklich hoch. Das ist nicht viel. Probieren wir es einfach mal. Ich glaub's aber nicht. Geronimo! Okay. Alter, wir überleben so einen Sturz, ey. Echt jetzt? Da gehe ich doch vor lauter Freude gleich mal in die Lava schwimmen. Juhu! Oh, ist das angenehm. Das war so ein schönes Quellbad. Und wenn ich springe, wie ist das dann? Ich guck mal. Macht das mehr oder weniger Schaden? Genauso viel, okay. Nein! Lasst mich in der Lava schwimmen, bitte. Hey, bäh. Da musste sich beim Hey sagen einfach so übergeben. Alter, Tag 50. Weil wir so viel hin und her reisen. Okay. So, genug rumgespinnert. Achso, warte mal, sehe ich von hier aus vielleicht ein zweites Tor? Warte mal. Aber scheint nicht so, dass nur irgendeine Leiche, die da brennt. Ne, scheint nur ein Tor hier zu sein. Okay. Ein Deutschgold. Und was haben wir da noch? Fang gleich bei. Hä? Ich kann die Tür noch ganz komisch anklicken. So, was können wir hier machen? Erdrutsch. Hä, siehst du, sag ich doch. Leo Tornado, die Erdrutsch. Oh Gott, ist der schlecht. Hey. Ja, ich weiß, tut mir leid. Pfui, Deibel, ey. Okay, schöner Loot. Gleich mal wieder nach oben. Hallo, Kleiner. Und tschüss, Kleiner. Okay, dann machen wir gleich das nächste, weil ich glaube, wir müssen jetzt hier wirklich irgendwie 4 Portale oder so machen. Soweit ich das jetzt gerade im Augenwinkel gesehen habe. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Oder 4 solche Schlösser hier aufmachen. So, dann haben wir hier noch eine Tür. Da geht's auch noch zu irgendeinem Turm. Alter, okay. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie das heißt. Nein, nochmal raus hier. Ich muss gucken. Eruption! Leonardo, die Eruption! Und wir haben ein Skelett freigelassen. Ekelhaft, ey. Finde ich auch. Da fliegen einfach die Einzelteile davon rum. Hallo! Oh nein, da hat mir irgendwas entzogen. Was denn? Um Gottes Willen, da muss ich doch gleich mal gucken. Oh nein! Er hat mir 2 Lebensenergie entzogen. Das ist nicht Schaden, sondern er hat die mir einfach nur kurz entzogen. 2 Lebenspunkte. Das ist natürlich... Das ist schon ein heftiger Zauber, muss man einfach mal sagen. Ja. Und sehr lustig. Und da springt das Skelett hier vor lauter Vorfreude gleich rum. Welches Level ist inzwischen Wiederherstellung? Zeig mal her. Wiederherstellung 56. Alter, wie lange das dauert, das zu leveln, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Folge wir sind. 25 oder so? Ich weiß es gerade nicht. Junge, es dauert zu lange, den Scheiß zu leveln, ey. So, gehen wir mal noch zum letzten. Müssen wir jetzt ein Tor noch haben. So, geht's denn hier hin? Auch noch zu einem Turm. So. Ne, hier waren wir doch schon. Warte mal, hä? Tsunami? Nee. Hä? Achso, doch.
Nee, war aber noch nicht, ne? Ihr habt das Tsunami-Tor geöffnet, okay. Hä, was sind für Tore? Nee, hier war ich noch nicht. Hey. Ist hier da unten so ein Gegner? Free Devil, ey. Viel zu viele ekelhafte Gegner hier einfach nur. Hey. Diese Welt ist nichts für mich. Da muss ich mich ja echt übergeben hier. Aber immerhin levelt man sehr schön Akrobatik hier, wenn man hier die ganze Zeit runterfällt. Geht die schön nach oben. Jetzt neues hier, der hat schon ein ganzes Stück gekriegt. Nur durch das bisschen Rumgehähe hier. Hey! Komm ich ja gleich durch, weil. Nein. Okay, so. So, wir haben jetzt irgendwie 50 Milliarden Tore geöffnet. Ach, hier unten. Jetzt muss ich durch die ganzen Tore durch, oder was? Hä, aber da kann ich doch auch einfach hier einfach runterspringen, oder nicht? Warte mal. Mal kurz speichern. Hä? Kann ich doch hier einfach runter? Warte mal. Ja. Ich geh einfach runter, so. Free Devil, ey. Oh, widerlich, Mann. Lass das. So. Hä, na klar, jo, ich geh einfach hier runter. Herzzerreißende Hallen. So, haben wir erstmal eine schöne Regeneration gegen die ganzen Gegner hier. Jetzt gibt's erstmal schön Dino-Schnitzel. Pfui, Deibel. Der kam da hinten raus. Jawohl, der Magier geht in Nahkampf. Wunderbar. Richtig machst du das. Tschüss. Also mit Waffe echt kein Problem hier. Weil wir ja dann noch ein Schild benutzen können. Muss man ja noch mit dazu bedenken. So, gehen wir mal nach ganz unten. Alter, wir springen jetzt inzwischen so hoch, dass wir uns selber Schaden machen. Ekelhaft, Mann. So, jetzt zu den ganzen Muttis hier. Hey! Hey, was haust du mich? Ich darf dich mal angreifen, ich bin ja der Held. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Rotzfrisch. Ekelhaft, Mann. Komm, jo. Weil hier gibt's sogar noch Feueratronacken-Schnitzel. Mit Feuersalzen. Das ist schon wirklich lecker. Was? Portale der Naturkatastrophe. Okay. Hey, jetzt gehen wir doch aber wieder in irgendwelche Türme, oder nicht? Erdbeben. Da waren wir doch auch noch nicht drin. Nee, hä, Alter. Wie viele von den Türmen gibt's denn hier? Ja, wirklich so. Hey. Oh, hey, Mann. Widerlich. Naja, wenn das so weitergeht, ne? Mit dem Leveln, sage ich jetzt mal, wenn das weiter so schnell geht, dann kommen wir natürlich auch schneller zum DLC dann. Okay, dann einmal hier durch. Hey, nee, warte mal. Wir waren ja noch nicht ganz oben. Hä? Alter, bin ich dumm, Mann. Vielleicht ist da auch noch irgendein Ding, was wir aufmachen müssen oder so. Keine Ahnung gerade. Ich kann mich echt nicht mehr so richtig dran erinnern, ja. Das hier war.
Ne, hier ist auch nichts zum Aufmachen. Das sind einfach nur solche kleinen Bonusdinger hier. Können wir hier mal einen schönen Sprung machen. Sind ja eh gleich wieder voll durch den Brunnen. Regeneriert schön AP. Eisende Hallen. Hier geht's auch nur zu. Hä? Ich versteh's gerade nicht. Hurricane. Okay. Aber irgendwie gibt's hier jetzt auch nicht irgendwie Loot oder so. Hä? Ekelhaft. Okay. Oh nein! Leben aufdecken. Okay. Wir finden jetzt ganz schön viele Ringe, ne? Alter. Okay, das. Oh, das ist die Stelle, wo wir vor uns runtergesprungen sind. Ja, nice. Aha. Tschüss. Ich glaube, ich muss meine Waffe schon wieder reparieren. Die macht weniger Schaden als normal. Ja, komm, gib's mir! Alter, spiel schon wieder ein Level ab. Das gibt's doch gar nicht. Junge. 10 Gold und Faktor XI. Ja, los, komm, wir prügeln uns. Mal gucken, wer die stärkeren Argumente hat. Ach jo. Schön, dass du auf dich aufmerksam machst. Du Mutti kriegst jetzt wieder richtig schön den drauf. Aber. Ja, Feueradroner kommt dann später leider auch nicht mehr. Hä, aber wie kommt man denn da jetzt nochmal ganz nach oben? Jeff-Schild. Das wiegt 24 und. Panzerung von 11. Das ist besser als mein jetziges. 24. Es wiegt halt wirklich ein bisschen mehr. Aber es ist besser. Ich würde es jetzt erstmal nehmen. Bis ich was Besseres krieg. Das sieht schon geil aus, das Schild, ne? Maul, ja. Alter, hab ich die verbogen. Ey, war das ganze Rückgrat rausgerissen. Okay, erstmal wieder reparieren. Aber jetzt haben wir ja langsam genug Geld, dass wir sagen können, hier, wir kaufen uns einfach ein paar Reparaturen immer, alles easy. Na gut, gehen wir von hier aus nochmal nach oben. Alter, hä? Ich verstehe gerade wirklich nicht. Wie kommt man denn hier höher? Hm. Gibt's hier vielleicht irgendeinen Punkt, den ich jetzt übersehen habe? Also im Sinne von vielleicht noch irgendeine Tür. Dieser Höhe, weil hier bei der Innenhöhe waren es nur 3 Türen. Den auch wenn es denn hier irgendwo weitergeht. Was war das denn? Ja gut, ich bin da einfach mal im Stein drinne. Alter, ich bin doch nicht der Steinadronak hier. So, jetzt gucken wir noch mal. War das? Nee, das war weiter oben. Shit. Zerreißende Hallen. Und die führen ja auch nur alle nach unten, ne? Oh ne, warte mal, hier ist noch eine Tür. Oh, hier hätten wir hingehen müssen. Okay, alles klar. Wir haben es gefunden. Hallo, du Mutti. Gibt's erstmal schön eine ins Fressbrett. So. Falle auslösen. Nice. Nice. Pfui, Deibel! Das sind schon ekelhafte Fallen hier. Oh ja! Falle, komm doch mal runter! Jetzt! Jawoll! Gibt's einfach mal Dino-Schinken? Oh, Loot! Zwei Glaspfeile! Juhu! Wo sind meine Glaswaffen?
Nee, ich denke, die kommen erst wirklich 2-3 Leveln. Der hat wieder irgendeine magische Waffe, den machen wir mal schnell platt, bevor es irgendwas ist, was Schaden macht. Oh, der hatte Wut! Genau das, was ich in Folge 17 hatte! So, was hast du denn? Buße des schweren Diebstahls. Geschicklichkeit und Schnelligkeit runter. Das ist tatsächlich krass. Geschicklichkeit abziehen. Korridor der dunklen Erlösung. So, Freunde! Wo seid ihr? Ich hab Hunger! Ich könnte ja jetzt eigentlich mal wieder gucken. Jetzt was kommen, machen wir mal wieder. Veränderung ist derzeit auf was? Auf 34. Also kann man das ruhig mal jetzt auf 39 machen. Ich will gerade mal wieder ein bisschen Magie leveln, dass ich mal wieder ein paar Punkte dann da reinstecken kann. Ein bisschen Mana verbrauchen, weil wir eh wieder einen Mana-Brunnen haben. Das levelt sich zum Glück so schön schnell. Der Scheiß. Oh, du Widerlicher. Jetzt bin ich dran. Aha. Und das gleiche hier nochmal. Vielleicht Tricks 17 einsetzen, Veränderung wieder verbessert. Das levelt sich halt so schnell hoch, Veränderung und Mystik und sowas. Nur wie gesagt, Wiederherstellung dauert so ewig lang. Bisschen schade. Schnell Mana runterdrücken hier. Gib ihm. So. Veränderung schon 3 Level, ne? Krass. Das geht so schnell. Stehst du ein bisschen da, wedelst mit deinen Händen rum und so, dass du 3 Level in Veränderung. Und dann wedelst du hier 500 Mal mit deiner Hand rum und kriegst einmal wieder Erstellung. Oh, wir sind schon da. Okay. So, Freunde. Ich komm gleich. Dann, gleiches Spiel wieder. Speichern. Zack. Und rein hier. Und dann können wir ja mal wieder, wenn wir das Level up jetzt gemacht haben, so ein Heilungsbogen natürlich hier unten gleich am Eingang, ist immer geil. Weil dann brauchst du dich nicht aufs Heilen konzentrieren und kannst dich hier einfach nur durchfighten. Oh nein! Ein Magier mit Zauberstab, der seinen Zauberstab nicht verwendet. Jetzt erst. Leider aber zu spät, mein Freund. Mein Stab. Oh, da hat mich jemand gestummt. Ist das dein Stab? Ja. Stab der Stille. Und irgendein magisches Schwert hat er auch noch. Ja, 5 Sekunden. Echt jetzt? Das ist ja gar nichts. Hä? Ach, hier ist auch einer. Alter, 3 Stäbe. Weißt du was, ganz ehrlich? Mir ist scheißegal, was in der Kiste drin ist. Wir haben einfach mal 3 Stäbe. Stab der Übelkeit. Nice. So, vielleicht auch mal glücken, dass trotzdem irgendwas Cooles in der Kiste hier drin. Zeig mal her. Alter, jawoll! Yeah! Ja, geil! Boah, Alter, läuft ja richtig! Also wir haben schon echt, man merkt dieses scheiß Glück einfach nur, ne? Das ist unglaublich. Sobald du da ein paar Punkte drin hast, man merkt es einfach nur. Bin echt froh, dass ich das als Anfangsskill sozusagen genommen habe, also diesen Punkt da. So, gleiches Spiel wie immer. Wir gucken erstmal. Speichern. Zack. So, wird aber wahrscheinlich noch kein Überweltlicher sein. Ne, Siebelgestein des Wiedergeborenen.
Nö, sowas will ich nicht haben. Ich will irgendwas Cooles, komm. Keine Ahnung, Schaden, irgendwas. Aber nicht hier Krankheit widerstehen, 45%. Also ich bitte dich, du Mutti hier. Magier festigen, nee. Das nehme ich ja eh dann später mit 50er. Mal, was kriegen wir jetzt? Ja, das ist ein bisschen tricksen, ich weiß, tut mir leid, aber ich muss das einfach ausnutzen. Festigen, nee. Alter, gib mir doch irgendwas Cooles. Irgendein Skill, keine Ahnung, Stärke, was weiß ich. Hier, festigen Intelligenz, absorbieren Intelligenz, komm, lass mal das. Das ist der dumme Echten auch endlich mal ein bisschen Intelligenz hat. Könnt ihr an meine Rüstung dran bauen? Oh, es macht so einen Spaß. Ich liebe einfach nur diese Tore zu schließen, ne? Also das macht mir wirklich mit am meisten Spaß in dem Spiel. So, wir gehen gleich nochmal nach Anvil und machen unser Level ab. Wie viel haben wir da jetzt schon geschlossen? Mal kurz gucken. Statistik. Wo steht denn das? Geschlossene Oblivion-Tore 6. 6 Stück schon. Wie geht es euch? Mir geht's gut, danke. Ich habe schon wieder ein Oblivion-Tor geschlossen. Was sagst du denn dazu? Hallo? Gibt es etwas zu berichten? Ja, ich habe ein Oblivion-Tor geschlossen. Lebt wohl. Ich möchte nicht angeben, aber... Oder... 95% der Satzanfänge in irgendwelchen Kommentaren auf Facebook. Ich bin zwar kein Nazi, aber... Einfach das Beste, ey. Mal kurz den angucken, wie sieht denn der aus? Na? Sag mal her. Yeah. Nice. Schön. Okay, machen wir gleich mal unser Level ab. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal wieder in unsere Lieblingshöhle, ja? Also wo ich so gerne hingehe. Zack. So, dann Konstitution, Stärke. Nochmal Glück, komm. Gib ihm. Schön auf Glück gehen hier gerade. So, ihr seid aufgestiegen zur Stufe 16, ey, ist ja unglaublich. Ihr habt euch zu stark angetrieben und zu viel nachgedacht. Ich hab, glaube ich, kaum nachgedacht in diesem Let's Play, außer über irgendwelche Mechaniken. Entspannt euch, ne. Vertraut euren Instinkten, seid einfach ihr selbst, das bin ich sowieso. Kümmert euch um die kleinen Dinge und die großen erledigen sich von selbst. Jein. 400 Konstitution, ey. Wir kommen langsam an Maximumwert. An unseren ersten. Geil. Geschicklichkeit leidet natürlich bei uns übelst. Wie gesagt, Persönlichkeit ist egal. Die ist wirklich sowas von wurscht in dem Spiel. Ich finde die so sinnlos. Du machst ja einfach später einen Zauber, wie ich ihn auch gemacht habe. Womit du Handelsgeschick um 100 Punkte erhöhst und Persönlichkeit um 100 Punkte für 10 Sekunden oder so. Und quatscht dann einen an. Und dann zählt die für das gesamte Gespräch und für das gesamte Handeln in dem Moment. Also du brauchst den Scheiß überhaupt nicht skillen. Okay, fertig. Wir sind Level 16. Dann können wir uns ja mal wieder die Typen da angucken. 385 können wir jetzt tragen. Okay. So, hatten wir irgendwas Wertvolles? Jo, hat man. Und ich würde sagen, wir gehen einfach gleich mal ein paar Reparaturhämmer jetzt kaufen. Bevor wir wirklich vielleicht nachher mal einen Mangel haben und dann müssen wir dauernd nachkaufen. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. So, wir hatten einiges an Stäben. Stäbe will ich tatsächlich gerne aufheben, einfach nur, weil du Stäbe auch nicht selber herstellen kannst. Stäbe sind dann doch nochmal was Besonderes, sage ich mal, in dem Spiel. Einfach wieder sammeln. Halt. Was haben wir denn jetzt eigentlich so für Gifte? Zeig mal her. Wir haben Gift der Krankheit, Gift der Müdigkeit, Gift des Mühsalz, Gift der Stille, Trennung, Verwirrung, Gift des Tölpels, passt auch zu mir. Alter, Schadengeschicklichkeit, 5 Punkte. Boah, ist das mies. Gift des Unglücks, ja, wann bin ich mal am Stunden ein schwaches Gift der Dummheit. Ich muss gerade mal wieder ein bisschen rumspassen, tut mir leid. Das kommt bei mir manchmal einfach so raus. So. So, dann, zack, haben wir wieder einen. Alter, geil. Dann haben wir jetzt echt schon 2 Experten. Expertenmörser und Schlüssel, Experten Destillierkolben. Boah, nice. Gesellenmörser und Schlüssel, Lehrlingsretorte. Jetzt haben wir nur noch den Novizen-Kalzinator. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was ein Kalzinator in dem Sinne ist. So sehr habe ich in Chemie nicht aufgepasst.
dass ich das jetzt irgendjemandem erklären könnte, was ein Calcinado ist oder ob ich das überhaupt richtig ausspreche. So, Lederherzen, Feuersalze wieder jede Menge, das ist gut. Ich sage das später auch ziemlich selten, Scumphaut ist später selten, weil die einfach nicht mehr kommen, die Gegner, wenn du dann so ein hohes Level hast. So, müssen wir noch, ja, wir müssen noch verkaufen, Ringe ablegen und hier die Bla und Gift noch ablegen. Entschuldigung. Ja, da werden wir bestimmt bald Ohrkrüstungen finden. Aber erstmal besuchen wir dann unsere Freunde. Gucken wir uns das mal an. Zack. So. Und jetzt noch verkaufen. Wie spät haben wir es? Ihr könnt nicht mitten in der Luft warten. Warum nicht? Ich bin doch Gott. So. Stunde noch geschlafen. Achso. Die müssen wir auch mal noch ablehnen. Stimmt. So, ja. Veränderung verbessert. Und Wiederherstellung hat man ja auch schon ein Level. Alter, die Schriftrollen, ne? Wut, meine liebste Schriftrolle. Ich hab Wut. Ich werde deine Nachfahren dezimieren. Oder wie Thorin Eichenschild sagen würde, ich will Krieg. So, der Handwedler ist wieder da. Guten Morgen. Ist mir ein Vergnügen. Mir auch. Seht euch meine Bar. Ja, na, na, na. Dann probieren wir mal. Jawoll. Oh nein, ich hab gekauft. Nein! Scheiße! Nein! Ich hab gekauft. Toll, jetzt war das alles umsonst hier. Kommt. Ja, ich kaufe wieder ein. Kommen wir zum Geschäft. Ich bin so ein Fullibrot, ey. So, hier, 20 Reparaturhammer. Das war mir ein... Ja, war mir auch. So, tschüss. Ja, leg wohl. So, wir werden ja eh viel brauchen. Weißt du was? Wir wechseln jetzt auf leichte Rüstung. Und prügeln uns mal schön durch den Dungeon da durch, durch die Mine. Da dürften ja inzwischen wieder neue aufgetaucht sein. Die prügeln wir einfach nur weg. So, schwere Rüstung ablegen. Leichte Rüstung mitnehmen. Hier, zack, zack. Das, das. Und dann nehmen wir mit... Wo ist das Mithril-Zeug? Hier, erstmal Mithril. Ich habe jetzt wieder Stiefel. So, und dann gucken wir mal, Fricks, was uns noch fehlt. Beinschienen fehlen uns noch. Und Handschuhe. Alter, das Mithril-Schild, ne? Geil. Mal schauen, finden wir vielleicht jetzt sogar schon Elfenausrüstung, weil wir haben jetzt einige Level gemacht. Dann Kettenbeinschienen. Wir haben keine leichten Handschuhe? Ist das gerade richtig? Nee. Naja, wir haben schon welche kriegen dort. So. Kettenbeinschienen. Die Panzerung klein, ne? Zum Vergleich, ey. Warte mal, wir müssen aber noch reparieren. Ist noch nicht... Jawoll! Endlich! Hier, und jetzt sieht man nämlich, Felsenschmetterer können wir jetzt auch reparieren, also magische Waffen. Wird ja auch mal Zeit, ey. Jetzt können wir ja endlich mal magische Waffen nutzen. Ich heb nur keine magischen Waffen auf, bevor es nicht wirklich Endloot ist, sag ich mal. Also wirklich entweder bei leichter Rüstung Glasrüstung oder detrische Ausrüstung. Ansonsten brauche ich keine magischen Waffen aufheben. Das bringt nichts. Wozu soll ich denn das aufheben? Panzerung 19. Ist okay. Und weißt du was? Oder, nee, wir lassen es mal einstecken. Wir prügeln denen die Scheiße aus dem Leib. Jo. Los geht's. Sind doch bestimmt wieder aufgetaucht, hä? Zeig mal her. Jawoll! Hallo! Hammer gegen Faust! Komm, ich mach mal noch ein Schild. Stürzt euch in mein Schwert. Du hast kein Schwert. Die Möglichkeit dazu haben. Ekelhaft. Mithril-Handschuhe. Bäm. Und schon haben wir welche. Da wisst ihr schon, dass die da drinnen tief in die Dioris und Mithril und so anhaben.
Wie gesagt, vielleicht finden wir schon die ersten Elfenrüstungen und sowas. Ich denke mal sogar schon. Wir kommen jetzt schon so langsam in den höheren Levelbereich. Wie gesagt, ich glaube, das Schwierigkeitsendlevel ist 26. So, Freunde. Aufs Maul gibt's jetzt. Echt jetzt? Zeigt mir, was ihr da habt. Nee. Das gehört mir. Mithril-Stiefel. So. So was kommt, stecken wir uns das ganze Mithril-Zeug mal ein. Können wir dann alles verkaufen. Zeigt mir, was ihr da habt. Wieso wollt denn ihr immer alles sehen, was ich hab? Oh. Die hat ein Glasdolch! Jawohl! Wir können Glasflaschen langsam kriegen! Oh yes! Oh, Alter, gerade übelst den Lachsbike! Ich mach mir erstmal ein Schild wieder. Ich bin's, der Mann mit der Eisenfaust! Komm hier! So! Oh ja! Warte, wo? Wo? Hier! Glasdolch! Die sehen so cool. Ich liebe diese Dinger! Vor allem, guck mal, was die wert sind, ne? Jetzt wird's langsam echt teuer, ne? Dragonsbogen! 8 Punkte ins... Alter! Okay, das ist heftig. Feuerschaden 8 Punkte ist okay, aber in 20 Fuß an Schlag. Holy shit! Guter Bogen. Ja, Elfenfußpornisch. Wieder bessere, leichte Rüstung. Ist besser als Mithril. Sieht auch schon cool aus, ey. Nice. Hä, wo kommt das Dunkelbier hierher? Und das meine ich, die Höhle hier, die ist halt wirklich das perfekte Beispiel, oder... Ich sag mal an sich die perfekte Höhle, um zu sehen, wie sich das langsam hier alles ändert. Von den Ausrüstungen bei den Gegnern. Oh nein! Ja, du solltest wirklich weniger trinken. Hä? Oh, was hat... Der hat ein... Okay, mit dem spaß ich gerade mal nicht rum. Ich weiß nicht, was der genau gerade hat. Oh, widerlich! Hä, was zieht denn der mir ab? Hä, was? Oh. Ausdauer absorbieren. Okay, also den hätte ich auch die Ausdauer nicht runterknüppeln können. Boah, Alter, Kriegshammer des Absaugens. Die Ausrüstung, ne, die jetzt schon haben. Mithril Beinschienen. Alter. Mithril Beinschienen, Klammer ran. Zack. Die können wir Klammer weg. So, Waffe wieder weg. Ich sag doch, jetzt geht das langsam los mit der fetten Ausrüstung, die haben. Heute sterbt ihr. Nee. Ja, ich mach auch immer, während ich gar nicht zuschlage. Bin echt mal gespannt, was der Banditenanführer hat. Elfenbogen. Aber Eisenpfeile, ey. Zwei Gegner. So. Ihr werdet mich nie besiegen. Ja, ein Glaskriegshammer. Die Drecksau. Nee, das glaube ich nicht, mein Freund. Ja, versuch mich zu entwaffnen. Bester Mann. Jetzt. Was ist denn hier schon? Ihr werdet mich nie besiegen. Nach langen Stunden des Boxens und Tretens sind eure Fingerknöchel und Gelenke mit dicker Hornhaut überzogen. Die sind's auch so vom ganzen... Okay, so. Endlich seid ihr Geselle im Nahkampf. Können nur den heftigen... Ja, zusätzlichen Schaden verursacht. So, Zwergendolch.
Glaspfeile. Zwergenbogen, lass mal jetzt mal. Alter. Da können wir richtig schön verkaufen gleich, ey. Wir können richtig Zaster jetzt machen. Können einfach die ganzen Läden leer kaufen. Ah, guck dir mal das Gewicht von dem Ding an, ne? Wie gut der bitte aussieht, ey. Ich liebe diese Glaswaffen. Wie Schaden macht denn der eigentlich? 16, Alter. Also gemessen an meinem Skill halt. Wie hoch mein Skill ist. Ich kann den echt nicht mitnehmen. Der ist einfach zu schwer. Alles mal reparieren hier. Ich kann ihn nicht mitnehmen. So gerne ich es gerade würde, aber das ist einfach zu schwer. Ah, jetzt kann ich auch Angriffe mit Fäusten hier blocken, dass die kurz zurückgestoßen werden. Oh, ihr widerlichen. Oh, ich hoffe, ich kriege irgendwie ein Glaslangschwert oder so. Bitte. Ich will's haben. Da hätte ich wirklich gerne ein Langschwert. Was kommt denn danach noch? Ich glaube nichts mehr. Nur noch Detriche. Ja, schieß noch deinen Kumpel ab. Ekelhaft. Was ist denn das so? Alter, Stahlpfeile, echt jetzt? Was ist denn für ein Lulli, ey? Ich block Pfeile einfach mit meiner Faust, ey. Ich bin einfach so ein Gott. Ja, Mithril, Elfenbogen. Alter. Wir können so viel Geld jetzt machen. Und das wird ja noch schlimmer. Wenn dann noch die Glasrüstungen dazukommen. Und die hier nur noch Elfenrüstung haben. Elfen- und Glasrüstung. Die haben die da jetzt nur mal vereinzelt. Dein Kopf gehört mir, du elende Nord. Hat er gerade mich elende Nord genannt? Ich bin keine Frau, Freund. Ich glaube, du solltest mal zum Augenarzt. Hua! Tja. Glaspfeile, beste. Ich glaube, da muss ich erstmal verkaufen gehen, bevor ich wieder runtergehe. Hier vorne kommen ja auch noch welche. Wie spät haben wir es eigentlich gerade? Ja, kommen wir dann erstmal fix in die Stadt. Verkaufen gehen und dann machen wir den Rest nur noch. Alter. Zaster. Tschüss. Scheiße. Schade. Jetzt nur wieder eine Elfenrüstung. Sollst du jetzt etwa was? Den nehmen wir wieder mit. Hey! Hey! Was soll denn das? Ah, wir müssen dringend verkaufen gehen hier. Guck dir das an, ey. Alter. Ja, Goldnugget. So. Hä, hey, der hatte doch ein Glasdolch, oder? Der kniest das einfach nur. Ne, ja, Elfendolch. Und zwei Heiltränke. Okay. Bounce. Alter, okay, das scheint ein teurer Zauber zu sein. Schild. Ach, hier ist so ein... okay, alles klar. Gebundener Schild. Ja, geil. Kann ich bestimmt noch nicht beschwören. Wahrscheinlich viel zu teuer für mich.
Eure Magie reicht nicht aus, 218. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen Beschwörung leveln. Okay, bevor wir runtergehen, gehen wir mal fix das Zeug verkaufen. Und dann geht's hier gleich wieder rein. Und dann sagt man den Rest hier noch ein. Warte mal, können wir den... Ne, kann man nicht. Es sei denn, ich lasse irgendwas... Kleineres gerade mal hier. Dann kann ich den Glaskriegshammer mitnehmen hier. Warte mal. Dragonsbogen will ich eh mitnehmen. Irgendwie den finde ich cool, den würde ich gerne aufheben. Reicht das? Jo. Können wir das Ding auch gleich verkaufen. Wie gesagt, sieht geil aus, Kriegshammer, keine Frage. Mag ich sehr. Aber ich mag diese Zweihandwaffen hier nicht. Mag ich überhaupt nicht. Auch in Skyrim selten gespielt. Einmal auf 100 gemacht halt, damit der Skill einfach auf 100 ist. Aber sonst nicht wirklich gespielt. Ich muss sagen, ich freue mich auch schon sehr auf Skyrim Let's Play, ey. Gott, ey, ich werde noch so viel mehr Scheiße machen, noch so viel mehr looten, ey. Nein! Verdammt, Scheiße! Komm, wir essen eine Erdbeere. Verdammt, ich muss aufhören. Ich wollte schon wieder einsacken. Ich bin doch komplett voll. Ich muss erstmal verkaufen. Aber bevor wir verkaufen, reparieren wir natürlich auch alles. Schön für die Reparatur fertig. Alter, wir machen doch bald wieder ein Level ab. Das gibt's doch nicht! Scheiße, ey. Hier, Willi-Kraft mal hochmachen. Müssen wir den... Der war... Warte mal, der war auf 34, ne? 40, wir hatten 1 Punkt auf Wiederherstellung gemacht. Bisher. Also noch 3 Level Veränderung, also noch auf 43. Dass wir da wieder 5 Punkte rein. Dir auch, vielen Dank. Nein, hör auf, nicht looten. Mann! Kannst du gleich machen, erst verkaufen. Wie schön, euch zu sehen. Och, danke. Schönen Tag. Dir auch, danke. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher... Jo. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Kann ich bei dir noch ein bisschen mehr feilschen? Mal gucken. Ja, nice. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Wir machen gerade so viel Zaster, ne? Oh. Nee, nee. Nein, ich hab's verkauft. Nein. Den weg. Den weg. Naja, dann nehmen wir uns jetzt erstmal den... Das ist ein gutes Angebot. Ja, dann nehmen wir uns erstmal den Glasdolch hier auf. Ja, den weg. Das weg. Ein guter Preis für einen Dann. Alter, wir machen so viel Geld jetzt, ne? Und das wird doch viel besser. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Es wird noch so viel besser, glaubt mir, ey. Das ich wird noch richtig schlimm. Wie viel Zaster du hier einfach noch machen kannst. Wie gesagt, deswegen mag ich diese Höhle halt dort auch so, weil die dort, weil dort so viele von diesen Banditen kommen. Mit leichter Rüstung halt einfach nur. Der Banditenanführer am Ende. Oder halt die Chance hast, vielleicht irgendwelche coolen Glasrüstungen zu kriegen. Mit hier Verzauberung oder so dann. Und vor allen Dingen auch ein Glashelm. An den kommst du echt schwer ran. Gegrüßt, Nord. Hallo. Glashelm ist wirklich sehr schwer zu kriegen, finde ich. Da musst du wirklich Glück haben, dass der Banditenanführer ihn hat. Und dann noch einen magisch zu finden, ist auch nochmal eine Sache. Ansonsten verzauberst du die halt selber. So, gehen wir wieder rein. Erst nochmal heilen. Sind noch nicht ganz voll. Ja, ich denke mal, der Anführer hier, der wird noch keine Glasrüstung haben. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu niedrig. Aber ich denke mal, der wird schon in voller Elfenrüstung jetzt sein. Mithril und Elfenrüstung. Wahrscheinlich so ein bisschen gemischt. Ah, ich müsste Veränderungen mal noch hochmachen. Bevor ich da jetzt noch runtergehe und level... Dann habe ich wieder ein Level up und habe keinen 5er Skill. Das geht gerade echt schnell mit dem Leveln hier.
Ich muss mal noch ein Level hier machen. Wir müssen mal kurz ein bisschen Zeit vertrödeln. Lalala, komm, warten wir mal kurz eine Stunde. So, Mana wieder voll. Ja, kriegst einen Lederbrustpanzer, damit er hier auch mal wegspawnt. Können wir wenigstens Willenskraft noch 5 Punkte draufhauen. Mach mal Stärke, Konstitution, Willenskraft mit dem nächsten Level ab. So, zack. So. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ja, natürlich ein Hund. Komm. Oh. Und direkt ein Level ab, wo ich hier runter... Alter, okay, ich bin echt froh, dass ich das gerade gemacht habe. Dass ich mir die Zeit genommen habe. Ja, ja, schießt du mich mal ab. Ich loot hier erstmal ein bisschen. Junge, wieder ein Level ab, ne? Ekelhaft. Pfui, Deibel. Hast du mich gerade echt verfehlt, obwohl ich hier fast stillstehe? Es ist schon ekelhaft. Wenn ich deine Frisur sehe, kein Wunder, dass mein Charakter so reagiert. So, Mitri-Stiefel. Die werde ich später schon gar nicht mehr mitnehmen. Einfach nur, weil... Das klingt zwar jetzt blöd, aber die bringen halt dann wirklich kein Gold mehr im Gegensatz zu den anderen Sachen. Hallo! Ist euch klar, dass ich mich bisher zurückgehalten habe? Ja, ganz bestimmt. Das sehe ich schon, du Oma, ey. Und wie du dich zurückhältst. Hältst dich so zurück, dass ich dich einfach totgeboxt hab. Ein starkes Kristall. Was ist denn da mit mir nicht in Ordnung, ey? Deine Mutter, Junge. Ekelhaft. Das ist wieder ein Kampf von Ekel, ja. Der Kampf des Ekels. Zwergendolch. Was nochmal? Zwergenstreitkolben hat die. Den block ich einfach mal mit meiner Faust. Ich bin einfach so ein Blockgott. Free Devil. Oh, jo, jawohl, die hat ein Schild mit einer Zweihandwaffe. Beste Kombination. Bevor wir weitergehen, fix reparieren. Hallo! Ja, voller Elfenrüstung. Toll, nur so eine blöde Kettenhaube, ey. Hey! Rennt in voller Elfenrüstung rum. Also fast. Elfenstreitaxt. Magier, Jäger, Helm, Magiewiderstand, ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. So. Guckt ja keiner. Alter. Was ist denn nur mit mir nicht in Ordnung, ey? Erst buddeln, dann knuddeln. Oh, jetzt, ey, jetzt hört's aber auf. So, jo. Ja gut, die Elfenschuhe, die finde ich eigentlich übelst hässlich. Aber egal. Jetzt können wir ja solche Sachen eh reparieren. Und ganz ehrlich, 11% Magie widerstehen? Ein Drehhelm ist schon geil, aber... Das sieht zwar jetzt von der Kombination voll blöd aus, vor allen Dingen mit dem Pfeil, der hier direkt durch meinen Brustkorb aus dem Arsch rauskommt. Also fast. Mein Poloch ist ein bisschen höher. Deswegen fällt es mir beim Kacken hoch. Jetzt halt doch ans Maul, ey. Was ist denn mal mit mir?
Entschuldigung. Mann. So, hallo. Oh, hab ich dich geweckt? Das tut mir aber leid. Die hat doch eine Stahlaxt, ey. Du Hinterwäldler. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Du hast keins. Dazu habt. Okay. Was ist los? Nicht? Ich mach dich gerade fertig. Mit meinen Fäusten. Hey. Hey, was soll denn das? Nicht schauen. Reicht's. Ich hab einfach so eine Kraft, dass ich einfach durch dieses Schild durchschlage, ne? Ich weiß, jetzt können wir noch die ganzen anderen Scheiße mitnehmen. Wir haben sowieso genug Platz. Ja, gut, jetzt. Ja. Okay, das hat man ja. Stimmt. Ich weiß, machen wir das Level-Up gleich, jo. Zack. Oh nein, jetzt ist es abends. Okay, so. Willi plus 5. Hä, echt jetzt? Oh, plus 2? Beide? Ach, wegen leichter Rüstung, weil die noch mitgelevelt. Naja, egal. Machen wir trotzdem so. Das Leben ist noch nicht vorbei. Sie können immer noch weiser, cleverer, erfahrener oder fieser werden. Ich bin schon fies genug. Aber ihr Körper und ihre Seele werden nicht mehr jünger. Das stimmt. Okay. Alter, Level 17. Wie schnell wir hier einfach noch durchleveln jetzt, ne? Oh nein! Die hat eine Schlammkrabbe gekämpft, die gefährlicher war als ich. So, einmal raus hier. Nochmal gucken. Nee, da spawnt nichts nach. Echt schade. Die kann man nur einmalig looten. Looten! Lutz der Luther. So, schleifen wir den Hund uns noch hinterher. Hier, den... Welten G1. Gleich mal looten. Hier, die Dörfleischdörte. Hier haben wir noch so einen Puperzenbeter. Der hat nicht weiter. So, was hat denn hier der Schimmel Heinrich? Auch nichts. Na gut. Und du? Ja, komm, stecken wir uns ein. Gehen ja eh verkaufen, also können wir jetzt den ganzen Scheiß hier noch mitnehmen. Ja, Zwergendeutsch. Gehen wir noch zum Lager, wir müssen jetzt ja eh pennen. Vorne ist auch wieder ein Oblivion-Tor. Oder ist das das, was ich gesehen hatte? Nee, das andere muss irgendwo hier sein. Hier so in der Umgebung. Aber nicht hier. Weil das, ja, das liegt mehr so... Ah, nee, das könnte es sein. Doch. Wenn ich es so angepasst habe mit der Blickrichtung, kommt das schon hin. Scheiße, warte mal, welches... Level waren Veränderungen jetzt. Habe ich mir das wieder nicht gemerkt. Ich glaube, auf 43 hat man es gemacht. Also, ein Level haben wir da schon wieder gemacht. Ja, natürlich. Ja, komm. Erzähl das deinem Großvater. Steht zwar nichts, aber ich kann dir trotzdem auch im Dunkeln eine Fresse einhauen. So, ja, mit dem Scheiß. Ja, noch so ein paar schöne Level-Grinds und wir können schon langsam die stärksten Waffen farmen. Ich würde sagen, machen wir das Oblivion-Tor nachher. Alter, was? Eine Stunde! Brudi! Wir müssen die Folge beenden! Ha! Wie lässt sich die Folge besser beenden als Gewalt gegen Frauen? Was? Huch, hier sind ja mal drei Banditen. Ha! Lustig. Alter! Jetzt reicht mal wieder. Ich mache ja schon keine Frauenwitze mehr. Ich will aufgeben. Nein. Lasst es uns zu Ende bringen. Okay.
Ich beeile mich ja schön. Ich werde euch in Stücke hacken. Ja, probier das mal. Tschüss. Alter, da können wir aber jetzt schön verkaufen. Okay. So. Dann einmal 10 Stunden schlafen. Und dann können wir auch mal wieder bei der Arena vorbeischauen. Und wieder einen schönen Arena-Kampf machen, ne? Machen wir doch mal in der nächsten Folge. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss.